Hallihallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück hier in Hope County, hier bei Far Cry 5. Ja, letzte Folge haben wir schon mal ein bisschen vorgegriffen, da sind wir leider schon in das Gebiet von Faith eingedrungen, aber wir müssen ja hier noch John aufhalten, den Herrn John Seed, und dafür gehen wir nochmal zu unserem Pfarrer. Hey mein Freund. Ich brauche wieder deine Hilfe. Super. Die Leute von der Woodson Farm haben mir von einem Überläufer erzählt. Er hat Zuflucht beim Widerstand im Silver Lake Trailer Park gefunden, aber seitdem habe ich nichts mehr gehört. Niemand weiß, wann der Herr die Last der Verwundeten von meinen Schultern nimmt. Geh zum Silver Lake Trailer Park und sieh nach, ob der junge Mann wohl auf ist. Wir müssen verzeihen können, sonst sind wir kein Deut besser als die Sekte. Alles klar, und damit Mission angenommen. Geh weg. Voilà. Grace Armstrong. Ach so, ja, wir müssen ja einen neuen Helfer auswählen für die neue Mission jetzt. Und zwar... Ich würde eigentlich schon sagen, wir nehmen Grace wieder mit. Unfassbar, das so. In Bewegung. Krieg in den Straßen. Erreiche den Trailerpark. Da hinten. 2 Kilometer. Oha, komm. Grace, aufsitzen. Vorsicht, wenn die Peggys uns aufhalten. Ja, alles gut. Die werden uns nicht aufhalten. Bisschen schnelleres Gefährt heute mal am Start. Es wird gut, wieder Leute in Volzellen zu sehen. Macht vielleicht nicht sehr, aber Heimat ist Heimat. Heimat ist Heimat, ganz genau, so ist es. Grace, ich hoffe, du machst das besser als in der letzten Folge. Wir ziehen hier mal schön vorbei. Ups. Ich glaube, wir haben gerade einen erledigt. Miep, miep, miep. So, hier, wie gesagt. Wow, das wären gute gewesen hier. Jetzt langsam dann mal ein bisschen rechts halten. Oder? Ne, wir können auch ein bisschen vor. Hauptstraße lang. Während sich der Widerstand hier erhebt, ihr hört's schon. Beziehungsweise ihr seht schon immer mehr. So, du Ratte. Alter, das war knapp, das Ding. Wow. Ah, okay, raus hier. Grace war dich schuldig. Ach, Mann. Gerne, gerne, gerne. Das war jetzt natürlich nicht geplant, dass wir hier überfallen werden. Das ist immer noch über einen Kilometer. Grace, wäre ganz cool, wenn wir weiterfahren. Für was? Komm, Mäuschen. Auf geht's. Hier wird schon wieder geballert. Okay, diesmal nicht aufhalten lassen. Ach, hier geht's schon wieder ab. So, 600 Meter, dann sind wir schon bei der Fahne. Dann können wir endlich runter von dieser... ja, Straße des Grauens. Ich hab's genau gesehen, was du machen wolltest, Junge. Es geht los! Ich mach nur Ressourcen frei, hä? Ich ändere die Position. Von dem kann ich nichts machen. Jawohl, sehr geil, Chris. So, mal schauen, nicht, dass Grace hier überfahren wird oder irgendwas. Kann ja schnell passieren. Hat der Sniper-Muni dabei?
Weiß ich nicht, Grace. Hast du noch Munition, meine Gute? Wir müssen nämlich jetzt mal ein bisschen uns zu der Farm vorkämpfen. Beziehungsweise zum Trailerpark. Ich ziehe um. Ich brauche mehr Überblick. Alles klar, mach das, mach das, mach das. Oh oh. Puma. Das ist die Chance. Erkennt den Puma. So gut wie tot. Ich muss hier weg. Hat's ihn erwischt? Alter, das wäre jetzt übel geil. Hier liegt er. Shit, die steckt mir richtig ein. Ich komme, Grace. Sehr coole Sache. Aber jetzt wirklich mal zum Trailerpark hier. Da unten stehen schon die nächsten. Das hat er nicht erwartet. Hol ihn dir, Grace. Und macht's es? Ich bin unter schwerem Beschuss! Was? Alter! Geht er dann langsam mal drauf hier? Fuck, hier brennt alles. Scharfschütze da unten. Okay, ich brauche dringend Munition. Ich suche mir einen besseren Winkel. Ziele! 0 von 120 Schuss. Okay, alter Schwede. Ich wollte nur zu diesem Trailerpark und was passiert mir? Ich werde hier überrannt. Hole mir das Ziel! Geht dieses Geschütz eigentlich noch? Leider nicht. Okay, jetzt reicht's. Ich wollte nicht auf den Fahrersitz, Mensch. So, ihr Ratten. Von wo? Alter! Grace? 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 Leute, tut mir wirklich leid. Aber das war eine Bombe, die habe ich nicht kommen sehen. Komm schon, Grace. Hol mich wieder. Ah, ich danke dir, Mädel. Okay, wir müssen hier weg. Ich würde auch sagen, querfällt ein jetzt in den Trailerpark. Grace, komm. Nein! Diese Ratte in diesem verkackten Flugzeug. Alles gut. Alter!
Ratte. Wir müssen hier weg, Race, komm. Wo läuft sie denn wieder hin? Oh Mann, es wird immer schwerer. Wie gesagt, wir sind ja auch gezeichnet. Alter! Das gibt's nicht! Alter! Okay, Leute, volle Konzentration, ihr merkt schon. Schön, dich zu sehen, Kollege. John trägt einen Schlüssel um den Hals. Ist bestimmt wichtig. Kommt, Leute, helft mit. Muss doch hier irgendwo auch ein Standgeschütz geben, wo ich dieses blöde Flugzeug runterholen kann, oder? Ich will keine Telefone. Ach, hier geht's nicht rein, okay. Hier steht die ganze Zeit Triff. Das gibt's nicht, diese Bomben, ey. Warte mal. Jetzt. Ich komme nicht ans Standgeschütz. Alles klar. Okay, ich schütze den Überläufer, okay. Hole mir das Ziel. Der ist noch da, okay. Wie viele Türen hat das Haus? Mist, hier draußen ist einer down. Okay, ich muss raus. Hinten sind noch mehr! Shit, fuck! Hilfe! Ja, ich bin doch da. Komm hoch, mein Freund. Kämpfen. Nein. Lass den mal schön hier, Junge. Alter.
aufgepasst! Die Peggys wollen ihn zurückhaben! Was? Ey, leckt mich am Arsch. Was? Der ist doch noch da! Okay. Okay, hier ging natürlich einiges schief. John Speed möchte nach wie vor diesen Wohnwagen haben. Ist deine Frage. Die Peggys wollen ihn zurückholen. Wir müssen sie aufhalten. Komm, wir müssen diesen Kerl beschützen. Jawohl, diesmal wissen wir ja Bescheid. Die Peggys sind wieder da! Was war das? Wer schießt? Also diesmal weiß ich Bescheid, ich schütze nur den jungen Mann hier. Okay. Da kommt er. Wir müssen diesen Kerl da rausholen. Noch mehr! Okay, ich hoffe echt, dass hier keiner herkommt. Na, kommt her. Toll. So, mal schnell Munition mitnehmen hier. Okay, hier passiert noch nichts, aber hier passiert was. Okay. Das hat ganz schön geknallt. Okay, das brennt hier alles nieder. Alles klar, es breitet sich aus. Fuck. Ich kann den hier aber auch nicht wegbewegen. Scheiße. Grace, das brennt hier. Okay, ich kann ihn nur takedownen hier. Grace schießt durch die Wand, auch geil. Grace, mach langsam. Also ich schütze nur, ihr seht das schon. Grace macht das ganz gut hier draußen. Okay. Ich kann euch nicht retten, ich muss hier schützen. Deputy, ich habe so viele Widerständler zusammengerufen wie möglich. Ihr trefft euch in der Nähe der Anlegestellen. Okay. Warte, Grace. Na klar, meine Gute. Komm her, eine Hand wäscht die andere. Das kennen wir ja hier schon aus Assassin's Creed. Ich glaube an dich. Mach weiter so. Bring mich hier raus. Ja.
Ich krieg dich hier schon raus, keine Sorge. Na klasse. So, weiter geht's. Alter, was von der Seite? Danke, Grace. Ich hoffe, Grace stärkt uns noch ein bisschen den Rücken jetzt. Hier sind meine Freunde, alles klar. Komm, schützt mir ja den Rücken. Ich bin fast da. Okay. Die andere Wange hinzuhalten, das ist der rechte Pfad. Gut gemacht, Deputy. Wir haben bewiesen, dass wir auch in die Irre geführte umarmen können. Und weitere werden folgen. Du hast jede Aufgabe gelöst, die ich dir gegeben habe. Nun wird dich der Herr führen. Wenn du das nächste Mal in False End bist, suche die Kirche auf. Für ein Gebet ist immer Zeit. Geht klar, mein Freund. Die Seitenwechsel sind abgeschlossen. Wahnsinn, wir haben es auch schon fast geschafft. Da drüben ist noch ein Silo. Leute. Kommt, das machen wir in der heutigen Folge noch. Wir schnappen uns doch das Silo. Das wollte ich sowieso noch machen. Wir haben ja leider nur 12 von 14 Silos geschafft bei der Folge Luftangriff. Da wir die Silos hier nicht gefunden haben. Da drüben ist auch schon wieder so ein Sekten-VIP. Hier liegt auch einer tot im Wasser, okay. Wir haben es auf eure Weise versucht und wurden nur verhöhnt und verarscht. Kultisten! Ich muss Munition sparen. Da hatte der eine Wache hier gehabt, oder was? Die rennt hier immer noch schreiend rum. Ich will nur das Silo, mehr will ich gar nicht. So, mein Freund. Ciao. Hab das Ziel gesichtet. Bin unterwegs. 13 von 14 Silos. Wäre halt noch richtig cool, wenn wir das 14. auch noch finden. Aber ich glaube, hier ist dann schon der Fluss. Hier können wir schon in eine andere Gegend. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, war's das für heute erstmal. Verschwinde. Halt. Hier hinten. Mist. Bleib am Leben, mein Freund. Ich ändere die Position. Von hier kann ich nichts machen. Geht klar, Grace. Gut, Leute, wie gesagt, ich bedanke mich bei euch natürlich fürs Einschalten. Oh. So, jetzt aber. Ciao.
Mist. Nein. Ja, ihr seht hier schon wieder die Action am, die Kacke am Dampfen. Also, Leute, nächste Folge dann, wir haben es geschafft. Wir haben John voll, den Balken für John. Wir können dort jetzt also hin und von daher machen wir das dann auch. Wasserflugzeug steht startklar an Kai und ja, bis dahin dann, liebe Grüße, euer Rob.